Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich einen Haul für euch. Und zwar durfte ich wieder bei Temu bestellen und ich bin ausgerastet. Ich habe ganz viel geordert. Aus allen Bereichen kann man von der Website, also man kann wirklich alles bestellen dort, ne? Ich habe Gartenzubehör, ich habe Bastelzubehör, ich habe Kleidung bestellt, es gibt auch ein Try-on-Haul. Ich habe was zum Anpflanzen bestellt, aber auch was für Gehwege. Ich habe Dekoration bestellt, Vasen habe ich bestellt und ich bin ganz begeistert. Ich werde euch alles zeigen. Außerdem habe ich von Temu auch einen 100-Euro-Gutscheinbundle bekommen für Neukunden. Ist auch alles unten in der Infobox verlinkt. DKY4464. Ich schaue nochmal nach. Ja, genau. Das war der Code für den Gutscheinbundle für Neukunden. Und jetzt geht's los. Ich habe schon alles einmal ausgepackt. Es ist wirklich super gut verpackt. Es war auch innerhalb von 6 Tagen da. Und ich glaube, ein Paket hat 7 Tage gebraucht und versendet mit Hermes und DHL. Also wirklich richtig krass schnell aus China halt versendet. Mega gut. Hat ja auch alles hier funktioniert mit unserer neuen Adresse. Unsere erste Post, die hier angekommen ist. Ja, ich bin ganz happy. Ich habe auch die Produkte mir ja schon mal angeschaut. Ich habe ja hier auch alles ausgepackt. Und ja, ich bin so begeistert. Und als erstes habe ich hier so eine Vase. Die fand ich super niedlich. Die hat so goldene Details hier. Und man kann das natürlich auch rausnehmen zum Saubermachen, Waschen und Wasser reinfüllen. Und geht natürlich mit Kunstblumen, geht natürlich auch mit Blümchen aus dem Garten. Momentan haben wir nur Rasen, sonst hätte ich natürlich auch was reingesteckt. Ja, und das fand ich super niedlich. Auch wir sind jetzt hier in der Stube im neuen Häuschen. Und ich finde auch diese Goldakzente, die passen gut zu diesen dunklen Möbeln einfach. Ja, ich bin ganz begeistert von dieser niedlichen Vase. Und es geht weiter mit, das habt ihr jetzt auch schon gesehen. Und das ist mega cool. Das ist ein Makramee-Board. Und ich war ganz hellauf begeistert. Das ist 11x15 Inch, 28x38 cm auf Deutsch. Und es hat 2 Seiten. Also hier steht man nochmal die Zentimeterangaben. Ja, könnt ihr es ein bisschen lesen? Ja, ich sag's euch aber. Also die Zentimeterangaben stehen hier auch nochmal an der Seite. Und dazu, das müsst ihr auch noch aufnehmen. Ansonsten habe ich es oben gelassen. Gibt es auch noch große Nadeln. Man kann natürlich jede Nadel benutzen, aber es gab extra große stabile Nadeln dazu. Es liegt vielleicht noch oben. Ja, und ich liebe ja Makramee und ich habe auch schon ganz viel gemacht. Und ich bin euch noch die Fledermaus und das Skelett schuldig. Ich habe da auch noch dran gedacht, dass ich das euch zeigen werde. Und es ist halt hier so besonders schön, weil ich hatte mich immer so geholfen, dass man das in der Hand so knüpft. Aber wenn man das jetzt feststeckt, so mit großen Nadeln auf diesem Kork-Makramee-Board, dann hat man so ein bisschen mehr Gegendruck und das, man kann dann schneller knüpfen, ne? Und das geht dann alles einfacher von der Hand. Es geht natürlich auch ohne, wie bei allen Sachen, ne? Man kann auch ohne Waschmaschine waschen, aber mit ist halt ein bisschen angenehmer, ne? Also ich bin ganz begeistert von diesem Makramee-Board und wir werden es auf jeden Fall zusammen auch austesten. Ganz viele Sachen werden wir auch zusammen austesten, das lege ich erstmal hier hin. Und hier auch so was Großes, was hier angekommen ist. Ihr seht, also die Verpackung ist einfach immer richtig toll, dass das noch im Ganzen hier ankommt. Die Farbe habe ich mir ausgesucht, lila. Und hier ist auch einfach alles drauf, was man braucht. Das ist eine Schneideuntermatte, ne, dass man nicht in seine Tische reinritzt, wenn man jetzt mehr nähen möchte. Und das möchte ich tatsächlich auch. Also hier sind ganz viele nützliche Informationen drauf, die man eventuell zum Schneiden benutzen könnte oder zum Zusammennehmen. Kann man natürlich nicht nur zum Nähen benutzen, sondern auch andere für, wenn man jetzt kreativ mit so Kleinpapiersachen ist, ne, dann kann man so eine Schneidematte auch mit Cuttermesser auch richtig gut benutzen. Ja, ich brauchte unbedingt eine, weil ich, wie gesagt, jetzt mehr nähen möchte. Ich werde mir oben im Kreativzimmer eine Nähecke einrichten. Und es ist schon ziemlich voll, mein Kreativzimmer, aber ich suche noch nach dem perfekten Tisch. Weil ich hätte den gern von Anfang bis Ende und der müsste 2 Meter breit sein. Und ich gucke, ob wir irgendwas halt hier im Häuschen oder in der Fevo oder irgendwo haben, was tischähnlich ist, dass ich das da meine Nähmaschine oben drauf stellen kann. Weil wenn man jetzt große Stücke hat, dann hat man ja viel Stoff, was man schieben muss. Und dann ist ein großer Tisch auf jeden Fall von Vorteil.
Und ja, ich bin voll happy, dass ich da jetzt meinen eigenen Raum für habe. Klein, aber fein und mein. Und das ist ausreichend. Passend zur Nähmaschine. Ich habe da noch mehr Gadgets bestellt. Hier erstmal. Oh, ich habe mich so gequält, ne? Ihr kennt ja diese Nähnadeln, man piekt sich ständig in die Hände. Dann gibt es so kürzere und größere. Und ich habe ganz viele von diesen kleinen, dünnen Mini-Kurzen, die gar keine Stabilität haben. Und dann hast du natürlich auch Löcher im Stoff und es ist alles kacke. Aber es gibt die Lösung. Das sind hier einfach solche Klammern. Und die haben richtig Druck hinter. Und dann kann man einfach die Stoffstücke aneinander klammern. Also ich habe jetzt hier zwei Höschen. Und dann ist das Safe Call. Ne? Dann kann man da viel, viel besser drüber nähen. Und es geht, also hier eine Klammer auf und zu machen, ist halt so viel schneller, als den Stoff übereinander zu friemeln, da zwei, drei, vier Löcher reinzustecken, ja, mit den Pinnnadeln. Dann sticht man sich, ja. Wenn man sie in die falsche Richtung gesteckt hat, dann muss man alles nochmal neu machen. Ja, wenn die in die falsche Richtung gucken, dann piekst man sich die Hände beim Nähen. Das ist nicht so cool. Und ja, diese Klammern, das ist einfach die Lösung. Ne? Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin jetzt schon sehr begeistert. Habe 50 Stück bestellt. Alles schön in bunten Mädchenfarben. Ja, das sortiere ich sehr, sehr gerne oben bei mir ein in meinem Nähzimmer. Da habe ich wirklich, also ja, habe ich gesehen, musste ich auf jeden Fall bestellen. Wie gesagt, bei Temu gibt es ja wirklich alles. Ne? Also Drogerieartikel, Fashion, Schuhe, Sportkleidung, Unterwäsche, ja, Haustierbedarf, Hunde, Katzen, alles mögliche an Spielzeug und mega coole Auswahl auf jeden Fall. Und jetzt habe ich hier noch 5 Tütchen und zwar Nähzubehör. Und wir müssen jetzt nochmal, ich bin ja Nähanfänger, rausfinden, was das alles miteinander ist. Das ist auf jeden Fall für Bündchen, glaube ich, um das so zu falten, ohne dass man sich quälen muss. Ne? Das steckt man nämlich so davor ran. Das hier ist zum Beispiel auch magnetisch. Und dann hält es auf der Maschine. Und dann wird der Faden, also der Stoff automatisch so gefaltet. Ich glaube, das war für Träger. Wir werden das auch alles miteinander ausprobieren. Eins war für elastische Stiche, eins war für Reißverschlüsse. Und genau, das ist für elastische Stiche. Wenn man zwei, wird scharf, wenn man zwei Stoffe hat, dass der eine wird unten geführt und der andere wird oben lang geführt, dass man einen straffer ziehen könnte als den anderen. Mega praktisch auf jeden Fall. Und ich bin ganz begeistert. Also ich habe ja auch eine gebrauchte Nähmaschine von der Schweinefee bekommen, abgekauft. Und ja, guck, dass das sinnvolle Ergänzungen sind. Und wie gesagt, ganz, ganz günstig die Teile auch. Ne? Also da kann man auch wirklich nichts falsch machen. Das wollte ich gerne mal alles ausprobieren, weil gerade so Bündchen, nee, nicht Bündchen, aber wenn man so Träger machen möchte, so dünne Sachen übereinander wurschteln muss, dann ist das echt eine Qual. Ne? Wenn man das mit der Hand falten muss, durchschieben muss, dann, ja, also die Maschine läuft ja mit dem Fuß, aber das ist dann schon eine Herausforderung und ich glaube, so eine Nähmaschinenteile, die helfen da ein ganz enorm, wenn man das da durchfriemelt und es dann automatisch sozusagen gefalten und gelegt wird, direkt vor der Nähmaschine, dass es dann viel, viel einfacher ist. So. So ein Abstandshalter, der ist hier auch magnetisch, den setzt man dann einfach da dran und dann hat man immer den gleichen Abstand, weil gerade so ich als Anfängerin, ich neige so ein bisschen dazu, so Wellenlinien zu fahren beim Nähen und wir mischen natürlich gerade Linien. Das ist ja bei vielen Sachen ist es nicht schlimm, wenn die Linie so ein bisschen schräg ist, aber wenn es jetzt wirklich mal so ein Bündchen ist oder so, dann möchte man schon eine gerade Naht haben. Ich gebe mir immer Mühe, gerade wenn es so eine sichtbare Naht ist, aber ich denke, mit so einem Führer sozusagen ist es deutlich einfacher. Ja. Also das war mein Nähmaschinenzubehör. Ich bin sehr begeistert, das bei mir oben einzusortieren und das erste Mal zu benutzen. Und Try-On Fashion Haul. Ich habe es schon an. Ich finde es sehr niedlich und sehr, sehr süß. Größe ist optimal. Ich stelle den Stuhl kurz beiseite. Und gut, der Kopf ist jetzt abgeschnitten, aber Pullover sieht man komplett. Ich werde die Kamera vielleicht nochmal umstellen.
Trust a girl who loves Christmas. Ist das niedlich oder ist das niedlich? Ja, ich war ganz begeistert von dem Pulli. Ich musste ihn unbedingt haben. Und er war auch sehr günstig für einen Pullover, nebenbei bemerkt. Und ja, passt wie angegossen. Perfekte Größe. Bei Temu kann man alles ausrechnen. Na, kann man immer nach der Größe schauen. Und dann, wenn man weiß ungefähr so, was hat man, so Brust, Bauch, Hüfte und so, dann kommt da auch immer die richtige Größe zu Hause an. Das ist ja für alle Klamottenmarken. Da muss man ja immer wieder schauen, je nach Hersteller. Wir bleiben bei Tryon Fashion Haul. Und zwar habe ich hier nochmal Höschen bestellt. Hatte ich schon mal bei Temu bestellt. Periodenhöschen. Und ja, Akku ist gleich leer, der blinkt schon. Ich denke immer lieber voll. Ich habe eine Windel an, weil es fühlt sich so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie sich eine Windel anfühlt. Ich kann es nicht mehr zurückerinnern. Aber es ist wirklich. Also das ist ja jetzt hier das neue Höschen, ne? So ist ja vorne. Es ist bis oben hin sozusagen und hinten geht es auch den kompletten Arsch hoch, ne? Also alles, was hier schwarz ist, ist dieser besondere Stoff. Das eine Lage ist natürlich durchlässig, damit es da alles reinsickern kann. Eine Lage, wo das aufsaugt, ne? Und die letzte Lage, die ist natürlich Plastik, dass nichts durchlaufen kann, dass es absolut safe ist. Und wenn man sich unsicher ist, dann kann man natürlich doppelten Schutz einfach machen mit anderen Periodenprodukten. Aber ich liebe das sehr. Ne? Und dann hat man nicht dieses unangenehme Gefühl, dass da noch was drin ist in der Hose. Man muss nicht Angst haben, dass man das dann von hinten die Binde sieht zum Beispiel. Es ist nicht unangenehm, man muss sich nichts einführen. Man hat keine dreckigen Hände. Also wenn man jetzt irgendwelche Sachen einführt oder eine Tasse, muss man ja auch ausspülen und sauber machen. Und das ist auch auf öffentlichen Toiletten jetzt nicht so praktisch, sage ich jetzt mal. Natürlich muss man so ein Höschen dann im Anschluss auch einfach mit kaltem Wasser und Seife ein bisschen ausspülen. Und der Rest geht halt alles mit der Waschmaschine raus. Ich finde es sehr praktisch. Ich finde es nicht eklig, überhaupt gar nicht. Kenne es aber auch aus meiner Kindheit schon. Da gab es so wiederverwendbare Binden, aber ich finde das total super. Und ich muss auch in der Nacht, wenn man jetzt, also Nacht ist ja auch ein langer Zeitraum, gerade wenn man eine starke Periode hat, man muss sich keine Sorgen machen. Ne? Mir ist mit diesen Höschen noch nie ein Unglück passiert. Um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, finde ich sehr praktisch. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, da stört einfach so eine Binde unten im Höschen. Und dann bewegt man sich auch viel und da kann total schnell so eine Binde verrutschen auch. Und ein Höschen ist einfach ein Höschen, das verrutscht halt einfach nicht. Da ist man absolut sicher mit eingepackt und ich liebe es sehr. Ne? Natürlich ist es auch nachhaltig und deutlich günstiger, als wenn ich mir jetzt jeden Monat Binden oder Tampons kaufen müsste. Ne? Das ist deutlich, deutlich teurer als so ein Periodenhöschen. Das ist hier so ein 6er-Set, damit ist man, 6er-Set, eins habe ich hier an, ist man komplett ausgerüstet über die ganze Periode. Man sollte die dann irgendwann, natürlich kann man die 8 Stunden tragen, wie alle anderen Periodenprodukte auch. Wenn es weniger ist, kann man das auch noch schon länger tragen und über Nacht ist ja auch klar, dass es vielleicht länger ist. Man kann sie natürlich auch deutlich öfter wechseln, je nachdem, wie man das halt persönlich braucht. Und ja, ich liebe das sehr, finde es total praktisch in der Handhabung und gerade wenn man jetzt wirklich länger unterwegs ist und dann ist man damit 100% gesichert. Das finde ich wirklich mega, mega stark. Ja, ich zeige euch die nächste Vase. Es ist wirklich einfach mega klasse verpackt alles bei Temu. Also hier kam, es kommt die Tüte an bei euch, ne, die alle kennen. Und da war ein Karton drin. Und es ist so super verpackt. Die Vase war genauso verpackt. Ah! So. Und hier ist nochmal Styropor drin, ne? Also da kann wirklich nichts schief gehen, egal was man bestellt, da muss man sich keine Sorgen machen, dass die das irgendwie nicht vernünftig verpacken würden und es kaputt ankommt. Nein, das ist alles perfekt. Und schaut mal, diese niedliche Vase. Ich kenne viele, die so Lego verrückt sind. Also da steht kleine Robotervase, steht da drauf, aber hundertprozentig ist es ja eine Lego-Vase. Und ich war ganz begeistert, wie niedlich sie aussieht. Außerdem matchen wir beide gerade übrigens mit dem Pullover zusammen. Ja,
Also total niedlich, ja. Also die stelle ich mir gerne dort hinten zu meinen anderen Vasen in meinen Stubenschrank. Ja, bin ganz begeistert. Sehr niedliches Design. Also fand ich cool. Und dann haben wir jetzt was, und zwar Wachssiegel. Da mache ich euch zu den Produkten auch ein einzelnes Video dazu. Und möchte ich euch das mal gerne vorstellen. Das hat jemand aus meinem Bekanntenkreis hat damit angefangen und alle, wirklich alle verrückt gemacht. Und wir haben das wirklich Trial and Error-mäßig ausgetestet, welches Wachs, ne, gibt es Siegelwachs, gibt es günstige Alternativen, kann man das auch noch färben und wie macht man das, wie muss so ein Siegel aussehen, ne? Das alles haben wir wirklich haarklein besprochen und versucht und jetzt habe ich meine eigenen Sachen bestellt und teile die auch. Ne? Ich werde nicht alles davon behalten dürfen, sondern teile die auch und mache euch aber vorher ein Video, ne, bevor ich es wieder abgebe. Was? Hier habe ich einen, also für Teelicht, so eine Teelichthalterung. Und hier macht man ein Teelicht rein und hier oben, es gibt diese passenden Löffel dazu. Ja, die sind sehr, sehr klein, die Löffel. Und das ist eine perfekte Menge für so ein Siegel. Es gibt ja Siegel in verschiedenen Größen. Es gibt so, das sind so Standardgröße, aber es gibt auch kleinere, so Mini-Siegel. Es gibt aber auch größere und rund, viereckig, alle Förmchen dieser Welt. Und man kann die natürlich einfach so gießen, aber man kann auch so eine Silikonmatten bestellen und dann erhitzt man einfach diesen Löffel hier auf diesem kleinen Kamin, sein Siegelwachs, und dann kippt man das Ganze in das Förmchen rein und dann drückt man den Stempel drauf. Ne? Alle Stempel, die ihr wollt, kann man alles fertig kaufen mittlerweile. Und dann lässt man das ganz kurz abkühlen und hat ein perfektes Siegel dann zu Hause. Wofür man das braucht, ne, und ob das sinnvoll ist, das kann ich euch nicht verraten, aber ich glaube, das ist mit den ganzen Bastelkram auch unerheblich manchmal, ne? Und ich habe gedacht, eventuell, wenn ich nächstes Jahr wieder Briefe an euch versende zu Weihnachten, wo ihr euch ja alle so gefreut habt, ne? Und wir wollen das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen, dass ich die Briefe zum Beispiel mit meinem eigenen Siegel zumachen könnte. Ne? Das war so eine spontane Idee, ja, als wir überlegt haben, so wie könnte man das denn auch sinnvoll einsetzen, diese Siegel, nachdem man jetzt hier so die Großproduktion startet. Zum Beispiel dafür, für Hochzeitseinladungen generell oder wenn man ein kreativer Mensch ist und auch die Sachen verkauft. Dann kann man so 100% handgemacht zum Beispiel auf so ein Siegel, wenn man so ein fertiges, also so ein Stempel kauft, so 100% handgemacht. Das wäre doch auch süß, wenn man das einfach so mit dranhängt an selbstgemachten Sachen. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und das ist einfach, sieht dann halt irgendwie cool aus. Ne? Also ich habe hier 5 Löffel bestellt und es ist auch praktisch, weil die nicht so gut sauber gehen. Ne? Und wenn man jetzt die selber färbt mit Wachs, dann hat man einen blauen Löffel, einen grünen Löffel, einen roten Löffel. Ne? Deswegen ist es sehr praktisch, wenn man mehrere Löffel hat, dann muss man die nicht zwischendurch sauber machen, sondern die erhitzt man dann, also man gießt sein Siegel, ne? Und wenn man dann wieder die Farbe machen möchte, erhitzt man den Löffel einfach, dann wird es wieder flüssig, gibt noch ein bisschen Siegelwachs hinzu und dann muss man die nicht extra sauber machen. Und deswegen sind 5 Löffel da auch besser als nur ein Löffel. Und ja, zur Dekoration von diesen Siegeln habe ich mich noch für diese Metallstifte entschieden. Und ja, ich mache euch ein eigenes Siegelvideo, wie gesagt. Und dann könnte man die Umrandung nochmal nachzeichnen. Oder man stempelt ja irgendwas drauf und das sind ja Erhebungen oder Vertiefungen. Und dann könnte man es nochmal farblich hervorheben. Und ja, 2 Stifte gebe ich ab, deswegen habe ich hier so ein 4er-Set bestellt, 2 Stifte behalte ich. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Es geht weiter, und zwar mit Garten. Ich habe hier, das ist so ein Stand-up-Unkrautzieher. Na, also man drückt es rein in die Erde, dann tritt man hier drauf. Also man macht hier natürlich jeden, kann man ja überall kaufen, da hat man ja meistens irgendeinen Holzstab oder so, macht man hier oben rein und dann tritt man hier rauf und dann kann man sein Unkraut ziehen im Garten, ohne sich bücken zu müssen. Und ja, wir sind generell sehr faule Menschen, deswegen wollte ich dieses Ding auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist auch Metall, das ist super stabil
Und ich denke, da kriegt man das meiste Unkraut wahrscheinlich wirklich mit raus, ne? Wenn man einmal durch den Garten damit geht. Ja, da ist man, glaube ich, schnell und effektiv. Wir bleiben bei Garten. Und war ich auch ganz überrascht, ehrlich gesagt. Ich zeige euch mal, hier gab es auch diese Beschreibung dazu. Das ist so ein Wegmacher, würde ich jetzt sagen. Ist jetzt auf Englisch, aber wir kennen ja auch alle Englisch. Sind nochmal die genauen Beschreibungen drauf. Und es ist gar nicht so schwer, man rührt Zement, Beton, irgendwas an. Und ich habe mich hier für Bienenwaben entschieden, weil wir wollen ja Bienchen im Garten haben. Und deswegen dachte ich, so ein Weg zu den Bienchen in Bienenwabenform wäre doch irgendwie High-End, habe ich gedacht. Ne? Also man rührt seinen Zement, Beton, irgendwas an, macht den Weg natürlich, macht den Untergrund fertig, ne? Grobkies, Feinkies, ne? Wie man das dann macht. Und dann schüttet man das Beton oder Zement, was man halt nehmen möchte für seinen Weg, einfach hier so drauf, lässt es kurz antrocknen, kann das dann einfach wieder wegnehmen und eine Stelle weitersetzen und den nächsten Stein selber machen. Und es sieht dann nochmal so aus. Ich fand es ziemlich cool, ehrlich gesagt. Kann man in super vielen verschiedenen Formen auch kaufen. Und wir werden es austesten, ja. Wir werden den Weg zu den Bienchen, werden wir auf jeden Fall machen. Werde ich euch auch mitnehmen im Vlog. Und das austesten, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Ich finde so die Theorie an sich, finde ich cool, muss ich sagen. Also da bin ich schon scharf drauf, deswegen habe ich das natürlich auch mitgeordert. Und für den Garten habe ich hier noch, das sind 300. Also Samentütchen bestellt. Wir wollen natürlich auch selber Sachen anpflanzen, vor allem Gemüse und Obst. Und das muss man ja manchmal vorziehen. Und das ist biologisch abbaubar. Und das ist perfekt, ne, um Sachen vorzuziehen. Und dann macht man einfach so ein bisschen Erde rein, stellt das auf irgendein Tablett. Wenn Erde drin ist, dann steht es natürlich auch. Und dann kannst du total viele nebeneinander machen auf dein Brettchen. Wir haben auch so solche Sachen so in Plastik, aber das ist blöd, weil Plastik ist nach 2, 3, 4 Jahren, ist das wirklich tot, dann musst du das auch austauschen und du musst es dann aus diesen Plastikdingern immer wieder rausholen und das kann man dann einfach nehmen, wie es ist und so einpflanzen, weil das halt biologisch abbaubar ist, dieses Beutelchen und ich fand das sehr praktisch, ehrlich gesagt. Und 300 Stück bestellt, da werde ich auch die nächsten 2, 3 Jahre wahrscheinlich mit hinkommen, weil so viel verschiedene Sachen pflanzen wir ja nicht an. Aber das fand ich ganz cool und besser für die Umwelt, halt weniger Plastik halt einfach bei. Hier habe ich noch was und zwar einen Türhaken für einen Türkranz. Ja. Ich habe ganz viele Weihnachtskränze und ich wusste immer nicht, wie ich das an die Tür kriege. Und man möchte ja vielleicht seine Außentür auch nicht immer so zunageln oder durchbohren. Ne? Und dafür gibt es so einen coolen Haken in verschiedenen Längen und Größen, dass man da ohne irgendwas zu bohren einfach einen Türkranz befestigen kann. Das packe ich zu meinem Weihnachtskram, da freue ich mich sehr drauf. Das kommt dann nämlich an die Außentür draußen dran. Ne? Und Dekorationen bleiben wir. Ich habe noch Silvester-Deko bestellt. Das war so günstig, wirklich. Und das sind einfach zwei Neujahrsbanner, Silvesterbanner. Und ich fand es total klasse. Also ich habe jetzt immer noch mein Hüschen an, aber wir achten darauf nicht. Also wir haben hier zwei wirklich super XXL Banner. Und ich fand die Deko, die sah doch klasse aus. Ja? So, wir setzen uns mal wieder. Als Deko doch richtig, richtig klasse, kann ich mir total gut vorstellen. So eine große Tür, wo man links und rechts ein bisschen Platz hat. Das ist halt ja auch extra 2 Meter lang, dass es wirklich neben der Tür hängen kann und einfach gut ausschaut. Fand ich richtig cool. Gab es auch in Weihnachtsdeko, also mit Weihnachtsmotiven. Und klasse, werde ich bestimmt nochmal die für Weihnachten bestellen. Das ist ja natürlich nur ganz dünner Polyesterstoff, der halb bedruckt ist. Aber richtig cool und richtig silvesterlich und schwarz und gold passt halt einfach immer zu Silvester. Also das fand ich ziemlich cool, auch beim Angucken war ich instant einfach begeistert von diesem Produkt. Und ja,
das packe ich dann natürlich Silvester aus. Wir haben ja hier im Häuschen haben wir so viel Platz mehr für Deko, Dekorationsmöglichkeiten, ja, dass ich halt das ein oder andere halt einfach noch kaufen kann. Und ja, bei Temu, Dekoration, saisonale Deko, also das ist wirklich ein Paradies. Ja. Und wir waren ja auch zur Halloween-Party eingeladen letztes Jahr. Und vieles von der Deko kam auch von Temu, weil es dort halt einfach deutlich günstiger ist. So, wir kommen zum letzten Produkt, was ich euch zeigen möchte. Und zwar, das ist ein automatischer Eiersortierer. Also man gibt es oben rein, ne, und dann, ich zeige es euch mal hier, das Ding passt in euren Kühlschrank. Natürlich müssen frische Eier müssen nicht gekühlt werden, kann man aber in den Kühlschrank stellen. Und dann macht man die frischen Eier hier oben rein und das Ei rollt dann hier runter und man nimmt immer von hier die Eier. Also wir wollen ja auch Hühner haben, dafür müssen wir natürlich, also Stallgebäude hätten wir schon auf dem Grundstück drauf, aber wir müssen es noch komplett einzäunen und fuchssicher machen und adlersicher von oben, glaube ich, brauchen wir das auch, weil wir haben hier viele schon gesehen. Und dann holen wir uns auf jeden Fall auch Hühner und wollen eigene Eier haben, weil der Garten ist riesig und der muss auf jeden Fall bepflanzt und bevölkert werden. Ja. Und ja, wenn man eigene Hühnereier hat aus seinem Garten, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man die in Reihenfolge sozusagen isst. Ja. Das heißt, wir können die oben immer reinmachen und dann wissen wir halt ganz genau so, hier unten ist das älteste Ei und genau das wird auch zuerst gegessen, denn ich wohne ja auch nicht hier alleine, sondern mein Mann ist hier auch. Wir haben noch den Bruder von meinem Mann, der hier auch einziehen möchte. Da freuen wir uns auch sehr, wenn der kommt. Und es ist egal, welche kommt und ein Ei aus dem Kühlschrank nimmt. Ja, jeder weiß, das unterste wird genommen und das ist einfach das älteste und das ist dann perfekt. Und dann kann nichts schief gehen. Also wir holen nur 3 Hühnerchen, na, wir wollen es nicht übertreiben. Aber wir freuen uns dann natürlich sehr drauf auf eigene Eier, auf die Ernte. Jetzt habe ich euch alles gezeigt von meiner XXXL-Bestellung von Temu. Ich werde euch alles unten in der Infobox verlinken. Ich werde nochmal den Code fürs Gutscheinwandel für 100 Euro für Neukunden in einem Kommentar anpinnen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Temu freut sich drüber. Wir freuen uns alle noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.